Hallo und willkommen zu meinem Live-Trade Video zu meiner CFD-Handelsstrategie. Wie wir sehen, wir haben jetzt kurz nachdem ich das erste Video gemacht habe, hier bahnt sich jetzt gerade ein Trade an. Ich gehe mal ein bisschen näher in den Zoom rein. Money Management, wie gesagt, niemals mehr als 5%. Wir haben hier jetzt schon fast eine Kreuzung. Wir sind definitiv, zumindest sieht es danach aus, im Abwärtstrend. Wir haben jetzt eine Kreuzung. Ich warte jetzt, bis die nächste Kerze beginnt. Ich kann mir aber schon mal, hier sehen wir auch fast die 50 erreicht. Ich zeichne mir einfach schon mal den eventuellen Stop-Loss ein. In dem Fall würde ich über die 61 gehen, in dem Fall. Hätten wir hier, ich gehe ein bisschen sicherer, hier hätten wir den Take Profit, dann brauche ich den Fibonacci eigentlich nicht mehr. So. Heißt jetzt erstmal abwarten, ich meine keine Strategie ist hundertprozentig. Und da der Trend schon eine Weile besteht, ist das hier auch so eine Sache. Können wir gucken, wie viele Pips das wären. 300 Gewinn. Und wenn wir so einen engen Stop-Loss setzen können, das kommt immer auf den Broker an, wären das 80 Verlust. Das wäre Pi mal Daumen ein Risiko-Nutzen-Verhältnis von 1 zu 3. 1 zu 4. Ja, 1 zu 4. Jetzt heißt abwarten erstmal. Bis, wie gesagt, die nächste Kerze anfängt. Wir haben hier oben eine Uhr, das dauert jetzt noch circa 2,5 Minuten. Ein gutes Zeichen ist schon mal, dass hier das untere Level gebrochen ist. Nach unten. So, jetzt dauert es noch circa 30 Sekunden, bis die Kerze zu Ende ist, bis die neue beginnt. Wie gesagt, wenn die neue beginnt und unterhalb des Schlusslevels beginnt, ist eh ein gutes Zeichen, wenigstens auf dem gleichen Level beginnt, oder nicht höher, besser gesagt. Dann gehen wir einen Sell Trade ein. So, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt nicht vergessen, den Stop Loss zu setzen, das ist wirklich wichtig. Den Take Profit, wenn man den vergisst, ist es halb so schlimm. Den Stop Loss braucht man. So, dann setze ich jetzt hier. Und dann setzen wir auch gleich den Take Profit. Stattdessen geht auch ein Trading Stop, das gleich ein andermal. Ja, genau. Jetzt haben wir hier unten den Take Profit. Hier oben den Stop Loss. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch abwarten, wie sich der Markt entwickelt und ob wir richtig gelegen haben. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Das Ergebnis werde ich im nächsten Video dann preisgeben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.